So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir waren im Urlaub, Pupsi hat was entdeckt, schon wieder irgendwelche Energy-Plörre mit einem Hashtag drauf. Und das Ding heißt auch einfach nur Hashtag. Ich glaube, das war sogar noch aus Marktkauf. Hashtag Energy-Drink Blue Classic. Also ganz normaler, klassischer Energy-Drink in der blauen Dose, eiskalt genießen. Vegan, gluten- und laktosefrei, also auch veganfrei. Und natürlich noch zwei spezielle Sorten. Der rote hier, Red mit Kirsche, Granatapfel und dieser pinke hier mit Melone, Bubblegum. Diese Kombination aus Melone, Bubblegum habe ich auf jeden Fall noch nie gehört. Obwohl Kirsch, Granatapfel habe ich auch noch nie gehört. Die wollen wir jetzt alle drei testen, deswegen halten wir die jetzt mal fürs Thumbnail hier hoch in die Kamera. Jeden einzeln und dann alle drei zusammen. So, das ist das Thumbnail. Wir fangen mal an mit dem blauen, weil der blaue ist ja der ganz normale. Wir werden das jetzt hier aus der Dose. Ich finde das Design eigentlich cool, weil da ist auch nicht so viel drauf. Das ist einfach nur dieses Hashtag-Symbol, plus dass der Hashtag Energy Drink steht, Blue Classic. Das ist das Verkostungsglas Berliner Luft. Wir machen mal auf. Wir nehmen einen ganz kleinen Hieb aus der Dose. Erfüllen wir hier rein für die Farbe. Sehen jetzt schon, ganz normale herkömmliche Energy-Farbe ist am Start. Und ja, der schmeckt halt wie Energy, aber für mich irgendwie zu säuerlich. Gerade schon zu viel Kohlensäure, zu viel Taurin vielleicht auch drin. Irgendwas, da fand ich den Kong Strong auf jeden Fall besser. Da fand ich den Booster auf jeden Fall besser. Der ist mir ein bisschen, weiß ich nicht, too much, zu aufdringlich alles. Also sieht cool aus, aber ja, wirkt irgendwie total billig und total säuerlich. Also mit dem Geschmack kann ich leider gar nichts anfangen. Gehen wir mal weiter zu dem roten Kirsch-Granatapfel. Die ist ja hier total matt. Also ich meine, da ist nichts weiter drauf. Die ist clean, die ist nicht matt, die ist clean. Hier bei Kirsch-Granatapfel habt ihr sogar extra Kirschen abgebildet. Hier habt ihr auch einen Granatapfel abgebildet, der aus 90% Kern besteht. Das gleiche nochmal hier am oberen Rand. Also da ist das Design her eigentlich wirklich cool. Ich bin nur kein Kirschfan, Granatapfel habe ich gar keine Ahnung, wie das schmeckt. Statt dem Blue haben wir jetzt also den Red. Machen wir mal auf. Achso, der andere heißt nämlich einfach Pink. Da musste ich die Farbe mir gar nicht raussuchen, die Farbe steht ja sowieso drauf. Blue, Red and Pink. Jetzt aber der Red mit Kirsche, Granatapfel. Ich fülle den auch mal kurz ein. Dann seht ihr auch, dass der hier richtig schön rot ist. So, das ist rot, das ist Kirschgranatapfel von der Färbung her passt. Aber ist wieder total süße Plörre. Wieder richtig so, ja, so traubenzuckermäßig, Dextroenergen, irgendwas wie Apothekenzeug, knallst du dir da rein. Muss sagen, der macht da weiter, wo der erste schon anfängt. Der ist also genauso räudig. Kommt dann aber durch das Kirsche in noch eine noch bissigere Richtung, irgendwie driftet der ab. Den finde ich, glaube ich, sogar noch schlimmer als den blauen. Obwohl mir die Dosen wirklich gut gefallen haben, kann ich auch mit dem Geschmack leider absolut gar nichts anfangen. Das ist einfach nur brechsüß und mega künstlich, also keine Ahnung. Jetzt muss ich mal kurz lesen. Mit Zusatz von Phetamin erhöhter Koffeingehalt, Zucker, also da ist kein Süßstoff drin, das ist wirklich schon mit Zucker, aber boah. Dann aber noch Hashtag Energy Pink, Melone, Bubblegum, ihr habt hier Melonenstückchen drauf, das ist wichtig. Melonenstückchen, ihr habt hier Bubblegum-Stückchen, wie sieht denn eigentlich Bubblegum aus im übertragenen Sinn? Jetzt habt ihr es gesehen, den machen wir jetzt mal auf. Melone ist doch eigentlich zart, dürfte nicht säuerlich sein. Bubblegum müsste chillig, gemütlich sein. Da werde ich jetzt das meiste, aber erst so probieren. Wir füllen kurz ein.
hat eine ganz leicht rosane Note, wie eben Bubblegum man sich so vorstellt. So eine ganz zärtliche Farbgebung. Also die Farbe ist cool, aber der Geschmack... Da kenne ich Bubblegum-Geschmäcker von Getränken, die auf jeden Fall deutlich präsenter sind, wo du eine richtig schöne Bubblegum-Note hast, die auch nicht so säuerlich sind. Auch hier ist es leider irgendwie erst total wässrig, dann total sauer, bitter, chemisch und ganz am Ende als Nachgeschmack ganz leicht hast du so eine Bubblegum-Note auf der Zunge, die mir nicht ausreicht, muss ich ehrlich sagen. Also ich möchte wirklich ein präsentes Getränk haben, sonst kann ich auch einfach Säure trinken den ganzen Tag, wenn ich einfach nur Kohlensäure haben möchte. Jetzt zum Abschluss müssen wir leider alle drei Sorten noch zusammenmischen in das Ernesto-Glas. Also den gelben mit dem pinken. Dazu dann den roten. Ich muss wieder gucken, dass ich einen ganz kleinen Schluck drin lasse. Für die anderen, die wollen nämlich auch noch testen, probieren. Ja, das reicht. Auch hier kann ich noch einen. Damit ich die anderen nicht so vergifte, nehme ich immer den größten. Denn das ist jetzt hier mein Ernesto Bubblegum Kirsch Classic Glas. Das sieht gut aus, wenn ich mir das so betrachte. Aber schmeckt bestimmt nicht, weil es alle schlechten Eigenschaften in einem vereint. Da habe ich jetzt schon richtig ordentlich Schiss davor, aber auch noch nichts gegessen. Werden wir vielleicht gleich ein paar Samyang machen. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und kennt ihr Hashtag? Habt ihr das schon mal gesehen? Haben wir im Marktkauf gefunden, im Urlaub. Habe ich noch nicht gesehen, kann ich noch nicht, brauche ich nicht kennen, schmeckt mir gar nicht, brauche ich nie wieder. So, peace out, Vorhaut. Oh, ich glaube, ich habe auf den Tisch gesabbert. Ja, da ist gerade was rausgelaufen. Guck, das ist wirklich eiskalt. Deswegen ist das Glas auch beschlagen. Mir tun jetzt schon die Zähne weh, weil das so komplett süß ist und gleichzeitig so säuerlich und so. Boah. Gönnt euch Hashtag. Peace out, Vorhaut.